Kommt ein Mann zum Arzt, so fangen Witze schon lange nicht mehr an. Zumindest in sozialen Netzwerken wie Twitter, Facebook und Co. Dort wird mit Bildern gescherzt. Sie werden mit einem flotten Spruch unterlegt und machen dann die Runde. Wirklich Lustiges wird viel tausendfach geteilt und taucht in unzähligen Timelines auf. Aber dann hört der Spaß oft auch schon wieder auf. Fotografen und Bildagenturen haben nämlich etwas dagegen, dass der Witz auf ihre Kosten geht. Meistens sind Bilder aus Online-Magazinen geklaut. Das ist gedankenlos vom Hobbyhumoristen, aber gefährlich für jeden, der das lustige Motiv wiederum teilt, damit auch seine Follower Spaß daran haben. Ernüchterung und Empörung sind oft gleichermaßen groß, wenn sich ein Anwalt meldet und namens des Fotografen Geld fordert. Dabei ist dieser sogar im Recht. Denn gerade wenn es um Fotos geht, gibt es juristisch kein Pardon. Wer fremde Bilder ohne Einwilligung veröffentlicht oder auch nur teilt, verletzt das geltende Urheberrecht. Das kann teuer werden. Die übliche Lizenzgebühr für ein Foto liegt zwischen 150 und 1000 Euro. Das Urheberrecht schützt aber nicht nur die Profifotografen. Selbst ein schlecht belichtetes, verwackeltes Partybild, unbefugt aus einer privaten Galerie kopiert, kann juristisch verfolgt werden. Etwa mit einer ebenso teuren Unterlassungsklage. Ich wusste ja nicht. Diese Ausrede liegt nahe, zieht aber nicht. Auch wer unvorsätzlich das Urheberrecht verletzt, muss in der Regel zahlen. Für Kids wie Erwachsene gibt es leider nur wenige Möglichkeiten, das Risiko zu minimieren. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte einfach keine Fotos teilen, solange er nicht weiß, dass der Urheber einverstanden ist. Lässt sich dieser nicht fragen, heißt es Finger weg. Wer unbedingt auf ein Bild hinweisen möchte, kann immer noch einen Link zur Quelle setzen. Das ist zwar weniger cool, aber Links verletzen nicht das Urheberrecht. Immerhin kann man feststellen, dass nur die wenigsten Urheberrechtsverletzungen in sozialen Netzwerken tatsächlich geahndet werden. Die Tendenz ist aber steigend, denn spezialisierte Anwaltsbüros bieten schon lange rundum sorglos Pakete für Rechteinhaber, regelmäßiger Netzscan inklusive. Andere Länder sind übrigens schon nutzerfreundlicher. Dort gibt es eine Fair-Use-Regelung, die das Teilen von nicht kommerziellen Inhalten erlaubt. Vielleicht sollte man sich in Deutschland hierin ein Beispiel nehmen. Millionen Facebooker, Twitterer und Blogger könnten sich dann nämlich deutlich entspannter in ihren sozialen Netzwerken tummeln.